Mit wem hat der jetzt gerade telefoniert? Hast du gerade telefoniert? Macht denn er jetzt? Bonner geht nach Hause? Bonner, wo kommst du her? Duschen? Wieso duschen? Da kann man drauf schlafen. Nickerchen machen, Innenhose machen. Ja, du kriegst keine Toilette. Da kannst du dich hinstellen mit dem Arsch wackeln, das ist mir gut. Wie es aussieht, ist der Vater von Volker Diebold natürlich wieder mal spät dran. Wie soll es auch anders sein, der ist jedes Mal spät dran. Du bist eh arbeitslos. Und von daher gesehen. So, du wirst jetzt erstmal Jobs und Berufe lesen, Jobs suchen. Schau mal, was du findest. Wenn du überhaupt was findest. Zeitungsmädchen, spinnst du? Küchenmädchen, nee. Was will die eigentlich werden? Ah ja. Fanatischer Fan, die wollen alle Fans werden. Also gut. Einen Star beeindrucken. Na, Biggi Wagnerud beeindrucken. Bist du wahnsinnig? Wer hat denn das jetzt schon wieder? Margarete Sumpf. Rechnungsmäßig 411 Simoleons. Natürlich, klar. Hat ein bisschen Hunger? Wo sind eigentlich 19.31 Uhr? Ach so, das ist er jetzt. Und weißer Erwin trägt auch einen durch die Gegend. Wen? Roseo trägt er. Okay. Hausi Kuhschwanz kommt gerade von der Arbeit, oder? Er hat sein Tagwerk vollbracht und 89 Simoleons verdient, natürlich. So, warum hockt er sich eigentlich immer mit dem Kind ins Auto und haut ab? Warum entführt er immer das Kind? Was soll denn das? Was tust du meinem Kind, Was tust du meinem Kind an? Rosea war wirklich mies drauf, als ich sie nach Hause brachte. Du bitte deine Arbeit. Jetzt fängt der Herr an zu singen. Was soll denn das? Das Rosea hochnehmen. Hallo? Weißer Erwin, was hast denn du? Hygiene ist im Keller. Schön. wir können heim. Ja, genau. Richtig. Heim. Nach Hause, wo die Arche stirbt. Am Sterben ist. So halbwegs. So, mein Kerker, Freund. Was? Ach, die Alte ist im Garten. Mit wem telefonierten die jetzt gerade? Oma Biggi, natürlich. Selbstverständlich. Flip. Entschuldigung, mein Fehler. Schlecht verdorben. Gib mal das Ding her. Was? Wie jetzt? Wo hatten die das jetzt hingeklebt? Was? Mal gucken. Okay.
Ah ja. Wieso ist das jetzt... Wieso geht der nun da? Hallo? Nein, das ist... Was? Das ist das hier. Und wenn ich nach oben gehe und dann Mauer, macht er das hier. Was? Wieso geht der ein Stockwerk tiefer? Na, ist ja auch egal. Da duscht jemand. Geht. Die Dusche ist am Arsch. Das ist schön. Er duscht gerade. Die alte gammelt im Garten rum. Du könntest ja ein bisschen was essen, Geschenk machen. Schade. Ich dachte vielleicht aufräumen. Nein, der Teller ist ja leer, genau. Es sind mehrere Teller. Findet das verdorbene Essen in ihrem Inventar absolut widerlich. Das ist doch mir wurscht. Was tust du meinem Kind an? Er kann gar nichts machen, er ist im Kerker. Für seine Schandtat. Im Schwefelsee schwimmen lassen können wir noch nicht, leider. Ich würde ihn ja gerne schwimmen lassen, aber ich möchte ihn noch ein bisschen quälen. Was denn jetzt los? Stärke, natürlich. Mein Freund Erwin trainiert. Mal gucken, vielleicht lachen wir uns noch eine Freundin an. Wenn einer von diesen Arschlappen hier zeitlich ist, ich nicht. Im Übrigen Spaß. Wie wär's, wenn du damit aufhörst? Es nervt. Mach das Ding aus. Und hier, Gewichte stemmen. Du warst so faule Sau für deinen Körper. Weißer Erwin ist athletisch, was bedeutet, dass er mit der richtigen Einstellung und viel Training schneller ans Ziel kommt als andere Sims. Fahren wir der Maus über die andere in der Symbologie, um die Vorteile der einzelnen Merkmale zu erfahren. Natürlich. Was hat denn er für Probleme? Oh, Zaubertrank entdecken. Da ist er ja. Er ist natürlich wieder am Wischen. Er fängt gerade an. Der fängt gerade Wischen an. Er am Zaubertrank mixen. Ich wollte schon sagen wichsen. Wichsen wird er wahrscheinlich auch, wenn er ein Bett hat. Obwohl Bon Appetito wird doch nicht wichsen, oder? Der kennt doch sowas gar nicht. Der kann doch sowas gar nicht. Beziehungsweise mit Pinzette und Lupe ging es wahrscheinlich schon. Nee, es war nett, dass du da warst und jetzt kannst du wieder gehen. Hallo? Vogel. Schneller Sprint, richtiges Tempo. Wie wär's denn mit schneller Sprint? Sicher die alle Vorteile des Sporttreibens, leider auch die Nachteile in nur der Hälfte der Zeit. Mal ganz kurz gucken. Fähigkeiten Athletik. Das wäre das hier. Bodybuilder, Marathonläufer und Fitnessverrückter. Yeah. Das sind Muckis hier. Länge des Ausdauertrainings in Stunden. 134 Stunden und 35 Minuten haben wir schon. Krafttraining. 187 Stunden und 51 Minuten. Gejoggt sind wir 1313,54 Kilometer. Ja. Charisma. Wir sind gar nichts. Wir haben einen Freund und 14 Bekannte. Klar. Wir sind ja auch in einer neuen Stadt. Gegrillter Lachs, Hamburger. Zubereitete Rezepte 75-78%. Sternekoch, Koch von Weltklasse und Kochkenner. Und das ist das, was wir bereits alles gekocht haben. 10-mal Hummer, Thermador. Thermador. Thermadora heißt das Viech. Fischkundler. Was? Amateur Fischkundler, kommerzieller Fischer. Wir haben gefangen. 392 Fische haben wir gefangen. Gärtnerei. Müsste ich vielleicht noch ein bisschen was machen. Meisterpflanzer brauche ich noch.
Dann hätte ich vielleicht noch Gitarre, 43% bekannte Komposition. Mit Gitarre verdient 40 Simoleons. Okay, gut, haben wir noch nicht viel gemacht. Geschicklichkeit. So ziemlich alle Haushaltsgeräte repariert, 10, Elektrogeräte 7, Sanitär 3, Objekte verbessert 29 und so weiter. Schach bzw. Logik, Schachrang Bauer. Was habe ich denn da? Fähigkeit Professor. Okay, Malerei. Ein Bild haben wir gemalt. Na toll. Wir haben ein Bild gemalt? Wie kommt denn das? Also gut. Gelesene Bücher schreiben. 27.500 haben wir verdient. Aktuelle Tantiemen 1.800. 161 Edelsteine, 128 Metalle, 41 Steine, 64 Schmetterlinge, 15 Käfer und Gespenster 0. Die könnten wir vielleicht auch mal fangen. Angefertigte Fotos 174. Kampfsport. 0 Niederlagen, 0 Siege im Turnier und Wettkämpfe 6. Wir könnten wieder mal nach China reisen. Holzfäller. 150 Eichen und stabilere Bretter zerschlagen. Natürlich. Können wir auch hier machen. Apropos, können wir auch hier machen. Fällt mir gerade ein, natürlich könnten wir das hier machen. Warum nicht? Was spricht dagegen? Wir müssten nur irgendwie einen neuen Raum basteln. Sozusagen. Pass mal auf. Nee, Quatsch. Hier rein. Baumodus. Nee, Quatsch. Hier unten. Ja, ich weiß. Das brauche ich. Dann brauche ich das da. Dann brauche ich die Trümmer hier. Spielt auch nicht gar keine Rolle, welche davon. Hauptsache Boden. Und welchen hatten wir jetzt? Den da, glaube ich, ne? Einmal, zweimal, dreimal, viermal und dann löschen wir das komplett weg. Und schon haben wir eine Terrasse. Balkon meine ich natürlich. Terrasse ist wieder was anderes. Dann können wir das wieder basteln. Das war das Ding hier. Und dann können wir ein bisschen Brennholz machen. Jetzt brauchen wir noch eine Tür, eine schöne. So, machen wir mal ein bisschen Brennholz. Dann müssen wir in Kaufmodus und dann müssen wir, glaube ich, in Debug. Glaube ich, Debug war das. Und zwar verschiedenes. Mal gucken, ob ich das nochmal finde. Ne, das ist ein Schild, ein Holzschild. Da ist zum Beispiel das da. Dann müsste da. Ah, der Schlangenbeschwörerkorb. Natürlich. Der Schlangenbeschwörerkorb, leck mich am Arsch, wie habe ich den vermisst? Der Schlangenbeschwörerkorb, natürlich, den holen wir uns. Wo haben wir denn das drum? Wo habe ich's denn? Wo habe ich das denn? Wo ist es? Wo ist es? Hier haben wir zum Beispiel Weihrauch. Na? Weihrauch. Ein bisschen Weihrauch muss sein. Hoppala, 1000 kostet es. Auch nicht schlecht. Ich habe Ding noch an. Übrigens. Doch, ist es aus. Okay. Was ist das hier? Überlebensgroße Skulptur, natürlich. Brauche ich nicht. Oh, ah! Schlagbretthalter, normal. Wenn ihr wüsstet, was normal ist. Gehen wir mal zurück in den Live-Modus. Nein, natürlich nicht. Schön. Wir haben ja was vergessen. War ja klar.
Richtig. Ein schönes Licht würdest du jetzt vielleicht endlich mal. Wir wollen doch nicht im Dunkeln arbeiten. Bitte. Und dann stellen wir mal gleich die Farbe ein. Warum kann ich jetzt... Ach, da oben Farbe. Orange. Alle Lichter. Boah. Derb. Ja, so. Moment. So. Sieht nur ein bisschen derb aus jetzt, ne? Machst denn du hier? Du Blauer, sag du Blauer. Oh, das tut mir aber leid. Möchtest du gerne schlafen gehen? Krempel weggenommen. Sims hängen an ihrem Krempel. Wenn er weggenommen wird. Ach, guck mal an. Der Söre ist auch wieder da. War nett, dass du hier warst. Jetzt verpiss dich. Arschloch. Kackstelze, ländige, dämlicher, dämlack, dämlicher. Dein Sim besitzt derzeit keinerlei Fähigkeiten. Du kannst neue Fähigkeiten erlernen. Seid ihr wahnsinnig? Jetzt ist es so blöd, die Zeitung reinzuholen. Jawohl, genau. Schluck's runter. Dratschen. Das könnt ihr. Dratschen könnt ihr, aber für mehr reicht's nicht. Macht denn eigentlich mein Freund Erwin? Richtiges Tempo, natürlich. Upsala. Entschuldigung. Das betrifft unseren Sim nicht. Jesus ist in der Haus. Und die alte Zicke Orleans.